So, das soll uns jetzt über Wasser halten, solange wir werden ZOS rausballern. Wir haben Z-Store ja im Übrigen auch demnächst am Start. Dann machen wir mal ein kurzes Review drauf. Das kostet nämlich auch einen Haufen Geld immer, diese Reviews. Hä? Echt jetzt? Oh nein, warte, Spiel laden. Wir hätten noch mehr, 150 gebraucht, okay. Ja gut, dann machen wir das halt. Okay. Okay, Leute, das wird. Pass auf. Also erstmal diese nervigen Benachrichtigungen wegpacken. So, das haben wir das. Jetzt holen wir uns den Kredit. Machen wir mal. Jetzt gehen wir mal richtig rein. 200.000 für ein Jahr. So, jetzt haben wir genug, um da jetzt rumzukommen erstmal. So, hier. Ach komm, kein Review mehr. Wir sind, oder? Haben wir ein Review gemacht mal? Ja, 82. Das ist allerdings schon über ein Jahr her. Und damals war unser Store eigentlich richtig geil. Den haben die Leute, fanden den richtig gut. So, Marketing. Raus. So, damit gehen die Follower. Also, wir kriegen ja kaum Follower. Wir haben nur 4. Unsere Software ist beliebt in aller Munde. So, pass auf. Hallo, Julian Gamer. Wunderschönen guten Abend. So, pass auf. Pass auf, Leute. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt, wir sind jetzt so durch. Wir haben Dezember. Wir werden das Ding jetzt veröffentlichen. Marketingkampagne macht unser Marketingteam und kriegt dafür 5000. Kopien bestellen machen wir 0. Machen wir keine. Und sagen okay. So, jetzt hat unser Marketing-Team eine ganz kleine, mikrokleine Kampagne laufen. Müssen wir mal schauen, ob das Budget reicht. Es kann auch sein, dass wir mehr machen können, dass wir 10.000 machen können. Wir versuchen das Ding ja irgendwie unter die Leute zu bringen, ja? So, Z-Soft ist raus. Ist eine ambitionierte Idee, hat aber komplett auf ganzer Linie versagt bei der Entwicklung. So, und wir haben sprichwörtlich noch nie von Zwergsoft gehört. But just heard it from now. We think Zwerg forgot to tell anyone about their product. Ja, unser Marketing-Team ist viel zu klein für sowas, ne? Aber, nichtsdestotrotz, wir haben den Support für Zwerg OS 1 aktiviert. Aktuell noch kein einziger aktiver Nutzer drauf. Wir haben 20.000 auf Lager. Wir brauchen einen neuen Distributionsjob. Das heißt, wir nehmen mal wieder einen Job an. Hier kriegen wir nicht so viel. Wie lange haben wir da Zeit bis April? Haben wir noch irgendwie länger Zeit mal für so... Warte mal kurz. Hier haben wir einen, der ist bis März, Mai. Den nehme ich mal an. Und dann noch einen kleinen vielleicht. Ihn hier. So, da haben wir hier nochmal, kriegen wir nochmal 2 Druckaufträge durch. Okay, die haben ihr Budget erreicht. Gehen wir nach 20.000, dann kriegen die nochmal ein bisschen mehr Budget. So, ein Reward haben wir. Unsere erste Software ist raus, Leute. Das ist, hat jetzt super lang gedauert, weil wir als allererstes, geil, auf einen Betriebssystem gegangen sind. Dafür setzen wir natürlich jetzt auch unser Ansehen bei Betriebssystemen ein. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir werden es erfahren, aber erst, wenn der Tag rum ist. Dann werden wir sehen, ob Zwergsoft sich verkauft. Ganz kurz nochmal, weil wir gerade drinnen sind. ZOS 1 Betriebssystem hat einen Preis von 25. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Betriebssysteme. Und wir wollen... wir wollen bei Betriebssystemen, dass wir erstmal nach hier gucken. Inspiring ist natürlich ordentlich. Dann schauen wir mal. Wir müssen Updates machen. Und zwar mit unserem Programmierteam. Core darf da, muss nicht rein, braucht's nicht. So, da machen die Programmierer, gehen da rein.
Und wir sagen, auf dem Entwickler-Server, nee, auf dem Update-Server soll das laufen. Da könnten wir jetzt natürlich hier nochmal eben das Ding auf einen neuen Stand bringen. Auf die neueste Software-Generation. Und machen hier, planen wir jetzt quasi schon ein Update drauf. So. Können wir eigentlich ZOS... Können wir eigentlich unser Betriebssystem porten? Okay, das ist unabhängig, das passt. Zeig mir mal bitte die Info dazu an, Details. So, ZOS 1. Leute, wir werden es gleich erfahren, wie sich das Ding verkauft. Wow, 8000 Nutzer gleich! Yes! Ja! Nice! Ja, geil! 8000 Nutzer über Nacht mal gerade generiert. Ja, wie nice ist das denn? 135.000 verdient. Schönes Ding. So, Budget. Hier machen wir 50.000. Wir wollen, dass das Ding... Das ist beliebt wie, wie Sau. Ja? Qualität ist gut. Kreativität ist inspiring. Marketing ist spärlich. Da kommen wir noch rein. Z-Store wird vorangetrieben. Z-Store wird vorangetrieben. So, ZOS kommt da runter. Z-Store ist unser aktuelles Projekt. So, und das machen wir mal auch ein bisschen mehr mit Prio. Das haben wir nur noch 4 Tage Zeit. So. Nice! Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Also wenn das weiter so läuft, wenn das jetzt noch richtig startet, dann können wir mal gucken, ob wir hier, wenn wir den Auftrag hier durchkriegen, mal schauen, ob wir auf unseren Lagerstand über 10.000 halten können. Nee, können wir nicht. Wir müssen erhöhen. Wir machen mal 30.000 Kopien auf Auftrag. So, wir geben jetzt hier Vollgas rein. Viertelmillion verdient, ey! Yes! War natürlich selbstverständlich klar, dass wenn wir eine Software auf den Markt bringen, dass sie mindestens großartig wird. So, Leute. Zeit, ein paar Kredite abzuwickeln, ne? So, wir machen bei Z-Store, machen wir noch die richtig Bugfixing rein, ja. Hab ich Angst gehabt, ey. Das ist auch extrem viel billiger, ja. Aber da es unsere erste Software ist, die wir jemals geschafft haben, ist es natürlich auch so eine Sache, da hauen wir halt jetzt mit einer billigen Software erstmal in den Markt rein und es hat 21.000 aktive Nutzer. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also wir sind da eigentlich richtig gut dran. Warum ist denn eigentlich der Supporter nicht drin? Noch die alten Dinger, ne? Ja. 370.000 mittlerweile. Immer noch spärlich. Wir brauchen bessere Marketing, Leute. Ey, ohne Witz. Irgendjemand hat... Ja, Claudia. Fortbilden. Das System lernen. Dann haben wir ihn hier. Er ist wo drinnen? Im Support 1. Der hat schon... Den könnten wir ausbilden jetzt. Hier rein. Im HR und den dann auf Support 2 rübersetzen und dann als Teamleiter für Support 2 festlegen. Hätte man schon mal einen zweiten eigens ausgebildet. So, wir haben wieder ein bisschen Geld verdient. Wir haben eine 500.000. So, pass auf, Kredite. Gesamt auszahlen. Auszahlen. Den noch nicht. Wir lassen ein bisschen Geld auf Kante. Ja. Kann man dann immer noch machen.
So. So, wir müssen unsere Support-Kapazitäten ein bisschen runterbekommen. Wir werden jetzt den Support für Baby Sim Ultra werden wir abbrechen. Der bringt uns zwar am meisten Geld von den Support-Aufträgen, aber unsere eigene Software hat Priorität. Hat einfach Priorität. Da müssen wir durch. Support 2 hat noch gar keiner. Wir haben so wenig bei uns gibt es zu wenig Leute. Deswegen haben wir da noch nichts. Wir müssen auch jetzt mal schauen, dass wir dann tatsächlich mit dem, was wir hier verdienen, auch mal die nächste Erweiterung anplanen. Und zwar dieses Grundstück hier kostet 583.000. Ja? Inklusive Bauwert 300.000. Könnten das natürlich für 24 Monate anzahlen und 20.000 im Monat zahlen. Aber das sind wir ehrlich, wir zahlen das künftig auch immer komplett. Dann haben wir das gleich, dann müssen wir nicht hohe Grundstückskosten tragen. Also 500.000 sollten wir jetzt uns zusammenkratzen, ja, und gucken, dass das läuft. Unser Marketing, wie gesagt, ist nicht gut. Haben wir, wie schaut es beim Marketing gerade aus? Marketing 1 hat 4 Leute. Kriegen wir da vielleicht nochmal irgendwelche Mitarbeiter? Nice. Zwei Leute bräuchten wir auf jeden Fall noch. Hier haben wir einen. Okay. Marketing ist deutlich über unserem Service-Level. Einmal. Ja, auch drüber. Geil. Okay. Also auch richtig gut, ihr. Stellen wir auch ein. Haben wir unser Marketing-Team jetzt immer erweitert. Die kommen dann morgen, dann haben wir da mehr Leute drin. So. Okay. Also unsere Firma wächst mittlerweile schon ganz gut, ne? Bald haben wir den ganzen Block eingenommen. So. Wie schaut es jetzt aus bei ZOS? Da ist das Lager gut voll. So, wir haben verdient hier 370.000 quasi im ersten Durchgang. Bin mal gespannt, wie viele Marketing-Leute jetzt tatsächlich... Wir könnten natürlich jetzt hergehen und Marketing 2 gründen. Kopieren. Marketing 2. Die fangen immer um 17 Uhr an. Bis 1 Uhr. Die machen nicht im Juli Urlaub, sondern im... August. So. Und dann stellen wir noch mal ein paar Leute für Marketing ein. Gut. Und zwar, wir wollen nicht mit Marketing 1 konkurrieren, sondern mit Marketing 2. Und dann suchen wir natürlich die Leute mit der besten Fähigkeit erstmal raus. Die hier halt einfach am besten sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, die Leute sind Marketing 2. So, dann haben wir das jetzt schon mal. Dann nehmen wir uns jetzt mal hier alle Leute vor. Sagen Arbeitsfeld ändern. Automatische Zuweisung. Künstler 2. Künstler 2. Ah, da fehlt es noch ein bisschen. Ah, die hat hier oben bei Design einen Punkt bekommen. Ja, okay. Weiterbildung ist besser als einstellen, oder? Kommt ein bisschen drauf an. Machen wir hier einen Punkt rein. Das kommt ein bisschen drauf an, was du willst.
Wenn du einstellen brauchst, wir müssen mehr Leute einstellen, weil wir jetzt schon mit den Jobs, die wir haben, nicht nachkommen. Also ich habe hier ein Budget drauf, ja. Also hier ist ein Budget von 50.000 im Monat quasi reserviert für das Marketing von ZOS 1, damit das hier ein bisschen publik wird, ja. Aber du siehst ja, wie wir am Tag über dieses Ding hier füllen. Wenn wir das nicht voll kriegen, können wir das gar nicht ausnutzen, weil wir zu wenig Marketing-Leute haben. Jetzt ist es natürlich besser, weil wir zwei Leute mehr haben und natürlich ein ganz neues Team auch, das Tag und Nacht arbeitet. Das heißt, das Budget könnte jetzt natürlich auch tatsächlich mal aufgebraucht werden, wird es aber jetzt, du siehst es schon, nicht wirklich, ja. Weiß nicht, kommt jetzt die Nachtschicht schon? Ist die schon eingestellt? 1 und 2, 6 Mitarbeiter, passt. Wir müssen mal gucken. So. Ja, Chicken Corp hauen wir auch raus, dann ist es fort. Guter Einwand. Salik, guter Einwand. So. Unsere Betriebssysteme müssen wir auch schauen. Wir haben 30.000 aktive Nutzer mittlerweile auf ZOS 1. Das Update läuft auch noch, die Version 1.1.0. Bugs werden gefixt. Das ist cool, dass das jetzt nicht mehr automatisch läuft, sondern die verifizierten Bugs landen hier quasi in dem Update mit drinnen, was sehr, sehr geil ist. Was sehr, sehr nice ist. So, pass auf, wir veröffentlichen jetzt unseren Z-Store. Den müssen wir jetzt auch supporten, ja. Und vor allen Dingen, den hätten wir vielleicht auch mal drucken müssen, oder? Warte mal kurz. Stopp, mach mal langsam. Muss ich so ein Blödsinn. Das ist ja unser Marketing-Dings. Das ist ja unsere Distributionsplattform, unsere Vermarktungs... Hier, Zwergsoft. So, jetzt nehmen wir hier mal, wir sind billiger als alle anderen. Wir nehmen 13% vom Verkaufswert. Die Qualität geht so, ja. Das ist okay für mich. So. Jetzt mal eine blöde Preisfrage. Kann ich für ZOS? Kann ich keinen Port machen? Kann ich... Eine Fortsetzung machen wir bestimmt nochmal. Kann ich hier den Support... Kann ich das hier auf die digitale Vertriebsplattform stecken oder macht er das automatisch? Was steht hier eigentlich? Signed 1. Ja, ah, warte mal. Da können wir jetzt mal ganz kurz gucken. Wir brauchen hier nochmal einen Filter. Und zwar sagen wir jetzt, Hosting haben wir drinnen. Aber da haben wir nichts angeboten bekommen. Okay. Ja, wir brauchen mehr Support, Leute. Also wir werden auf jeden Fall schauen. Wir haben ja noch eine Etage frei. Es kann sein, dass ich da voll auf Support gehe. Ich wollte mal gucken. Eigentümer. Okay, das ist alles soweit fein. Wir sind mittlerweile, Marketing ist prominent. Sehr geil. 32.000 Nutzer haben das schon. So, pass auf, wir stecken hier unser Core-Team. Unser Core-Team darf da mitspielen. So, pass auf, unser bisheriges Marketing war ja hier unten. Ne, das ist das Support hier unten. Die drei Leute, die hier arbeiten. Wir haben hier relativ große Warteschlangen. Es ist aber jetzt folgendermaßen, wir haben hier Support 1, wir haben die Tag- und Nacht-Support-Geschichte hier laufen. Aber im Support 2 arbeitet niemand. Das heißt, wir stellen jetzt mal Support-Leute für Support 2 ein. Oh, nächster Monat, ey. Es gibt keine Leute mehr. Sind alle vom Markt getilgt, aber zum Glück ist der Monat gleich rum. Und dann können wir neue Leute einstellen. Wir haben eine 500.000 mittlerweile. Wie schaut es mit unseren letzten Krediten aus? Das könnte man natürlich jetzt auch ab... Da zahlen wir halt 50.000 im Monat, ne? An Krediten. Das ist halt viel, ne? Schauen wir mal. Kredit hier... Im Dezember haben wir 218.000 für Kredite gezahlt, ne? Das ist halt viel, ne? Das ist halt schon viel.
Ja, müssen wir gucken. Leute, also wir werden die Mitarbeiter einstellen. Wir warten jetzt auf den nächsten Tag noch. Wie ist denn das eigentlich jetzt hier gerade? Das ist alles raus, ne? Wir nehmen nochmal ein Angebot an für einen Druckauftrag. Was haben wir denn hier bis März? 1 Million bis März. Das schaffen wir nicht. 400.000 bis Mai. Das könnten wir hinkriegen. Ich nehme das nochmal an. So, pass auf. Jetzt müssen wir ein bisschen planen. Also wir wollen hier 30.000 drucken. So, drehen wir das mal so hin, dass es hinhaut. So, hier ändern wir jetzt das Maximum auf so 10.000 runter. Das reicht mir, was als Ziel gedruckt werden soll. Dann läuft das erstmal so nebenbei ein bisschen. Gut, dann haben wir das jetzt hinbekommen. Bist auch für Kredite abzahlen. Würde ich, wie gesagt, also eine Sache, wir könnten entweder das Nachbargrundstück hier kaufen, was ein relativ großes Areal ist, was uns helfen würde, weiter auszubauen, zu expandieren. Eine Sache muss ich nochmal schauen. Wie schaut denn eigentlich unser Entwicklungsserver aus? Auf dem Backup läuft der Z-Store und das Update, okay? Auf dem Update, auf dem Entwickler läuft gerade gar nichts. Wir könnten hier die Künstler und die Designer nochmal mit reinpacken. Ja, ihr kriegt alle mehr Geld, wir haben richtig gut verdient, dann dürft ihr das auch. Sich krank gemeldet. Sind in Urlaub gegangen. Krank gemeldet, alles klar. Okay. Gut. So, stopp jetzt. Jetzt können wir wieder neue Mitarbeiter hoffentlich suchen. Jo. Marketing, nein. Wir suchen Leute für den Support. Für den Support 2. Die Fähigsten der Fähigen. So, Support 2. Big Brain. Honda. Okay. Drei, dann sind die alle happy. Und dann kommen die alle in Support 2. Und dann haben wir nämlich hier deutlich mehr Power im Support 2. Und dann dürfen nämlich, und dann können nämlich auch unsere ganzen offenen Jobs hier, unsere Warteschlangen mal ein bisschen bedient werden, wenn wir Tag und Nacht quasi das hinbekommen. Die Creme de la Creme. So schaut es nämlich aus. Wobei, wir kommen gerade mal so mit unseren eigenen Sachen hinterher. Alter! Seht ihr das gerade, was ich sehe? Wir haben 2,3 Millionen Nutzer auf dem Z-Store? Wirklich? Patsy Bernd, einen wunderhübschen Hi! Wir haben 2,3 Millionen Leute auf dem Z-Store? Ja. Wir haben halt nichts, was da drüber läuft, ne? Also es will niemand. Wir müssen halt jetzt erst einen Host, also einen Deal haben dafür. Gibt's da irgendwas? Nee, ne? Gehen wir mal hier auf 10% runter. Wir können auch von anderen Firmen eben Sachen vertreiben. Wir werden auf jeden Fall auch ein Update machen, wenn jetzt so die schlimmsten Warteschlangen bearbeitet sind. Ne, das Ding ist, du brauchst für diese Art des Vertriebs, musst du A, billig genug sein und dann brauchst du erstmal einen Job.
Also du musst erstmal ein Angebot kriegen, weil wenn eine Firma kommt und sagt, sie möchte bei dir auf deinem Store hosten und erst dann verdienst du dann auch einen Anteil daran. Na, also in dieser digitalen Vermarktungsplattform ist es halt so, da kommt es mit, hier zum Beispiel laufen 17 Dinger drüber. Bei dem Mega Play Store, ja, die haben 21% Gewinnmarge oder die 25%, ne, und die haben auch richtig krass viel Teile, die da drunter laufen, ja. Da müssen wir halt gucken. Ob wir das darüber vertreiben können. So. Arbeitsfeld neu zuweisen? Hier meinst du? Achso, die. Ah ja, du hast recht. Gut. Schon erledigt. Danke dir. So, unsere Leute haben auf jeden Fall jetzt zu tun. Unsere Gewinne sinken. Wie viele Leute nutzen ZOS 1 denn jetzt bitte? Es nimmt langsam ab, ne? Also es werden weniger Leute, die sich dafür interessieren. Wir haben auf jeden Fall Fans dafür bekommen. Rückgaben gab es auch ein paar. Immer so um die 18% gehen wieder zurück. Digitale Einnahmen haben wir aber auch generiert, ne? Hier sind ein bisschen digitale Sachen, sind hier drüber gegangen, ne? Also es läuft schon. So, was haben wir hier? Supported by. Okay, also alle Anbieter gehen hier langsam rein und sagen, jo, für die Anwendung für 36.000 Nutzer, das ist es uns wert, hier zum Beispiel auch Software für zu installieren. Wir haben 713.000 für die Entwicklung ausgegeben. Also da ist richtig, richtig Geld reingegangen in das Ding. Na? Schauen wir mal gerade. Also 1,6 Millionen müssten wir damit verdienen. Und so wie ich das verstehe, haben wir 1,2 Millionen drin reingeholt. Das geht. Das ist nicht schlimm. Ja? Das ist okay für mich. Wir werden mal sehen, wie es sich entwickelt, wenn wir... Unser Marketing läuft ja auf Prominent, also wir geben quasi viel Geld dafür aus, dass das richtig gut ankommt, dass das richtig gut im Laden liegt. So. Wir haben immer noch viele auf Lager, das muss ich auch erstmal verkaufen. Ich bin mal gespannt, wir kommen mit den Bugfixes hinterher, das Update läuft. Da kümmern wir uns um die neue Version. Und wir müssen natürlich auch, wenn dann diese ganzen Updates für Z-Store durch sind, müssen wir die auch einfließen lassen, damit die Qualität gut bleibt. Mit einem neuen Update von ZOS kann es natürlich sein, wenn diese ganzen Bugfixes drin sind, wenn die alle reinkommen in das Update, dass es natürlich dann nochmal ein Stückchen mehr wird. So, was wir machen könnten... Parallel, auch wenn das Update gerade mit Vollgas läuft, könnten wir natürlich sagen, wir machen hier gleich eine. Wir starten schon mal eine Fortsetzung auf neuestem Level sozusagen. Ich muss mal schnell schauen, wie sich die Werte verändern. Erst hier dauert es noch ein bisschen. Bis 85 dauert es, also bis nächstes Jahr noch, bis wir Netzwerk drinnen haben. Dann könnten wir eben Auto-Updates zum Beispiel mit reinbringen. Das ist super interessant. Ne? Oder unseren eigenen App-Store oder sowas. Ich versuche halt dieses Wasted Interest runterzubringen und aber das erwartete Interesse hochzukriegen auf so fast was geht, ne? Aber ich glaube, da sind wir eigentlich, wenn wir das jetzt so machen, mit dem Windowing-System, dass wir da halt wirklich doch mal reingehen, denke ich, glaube ich, ist das auch nicht schlecht. Publisher brauchen wir keinen. Wir haben ein Design-Team. Das ist Code Blues Team, soweit ich das im Kopf habe. So, dann sind alle anderen auch mit dabei. Passt. So, ZOS 2, Betriebssystem. Preis machen wir ein bisschen teurer. Das gibt es jetzt für 55,99. Nee. So, 55, 55, Moment, so.
55,99. So, das andere war ja auch günstiger. Ja, nehmen wir so.